Hallo, hier bin ich mal wieder. Und als erstes seht ihr jetzt ein paar Aufnahmen. Da habe ich im Polly am fliegenden Galoppwechsel gearbeitet. Denn ich finde, also er war jetzt, ich habe ihn jetzt auf einen relativ guten E-Stand bekommen und A angefangen. Und beim Springen fällt uns halt immer wieder auf die Füße, dass wir den fliegenden Galoppwechsel nicht können. Das heißt, entweder er landet richtig nach dem Sprung oder ich muss durchparieren zum Trab und neu angaloppieren. Und das kostet halt erstens Zeit und zweitens dauert das halt auch, bis ich ihn dann wieder in Gang habe. Das heißt, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich möchte mich jetzt auch daran setzen. Und habe halt dann angefangen über Cavaletti und Bodenstangen, bis das sicher geklappt hat. Und bin dann jetzt gerade mit ihm in dem Stadium, dass ich eben ohne Stange am Boden arbeite. Aber halt immer mit dem Außenzirkel wechseln, da ich da die Möglichkeit habe, ihn wirklich deutlich umzustellen. Ihr seht jetzt hier, ein paar Mal hat es schon richtig gut geklappt, aber oftmals springt er dann nur vorne um, dann muss ich ihn hinten mit der Gerte anticken und dann springt er relativ zuverlässig schon hinten um. Allerdings ist das natürlich mega anstrengend für ihn, weshalb es am Anfang immer richtig gut klappt. Hier ist er jetzt zum Beispiel im Kreuzgalopp, also hinten nicht richtig. Und zum Ende hin klappt es dann immer schlechter, weshalb eigentlich der Trick ist, den Moment abzupassen, in dem es noch gut klappt und dann auch Schluss zu machen für den Tag und ihn zu loben. Aber ja, genau, also jetzt sind wir wieder am richtigen Galopp. Wir üben da fleißig weiter dran, weil, wie gesagt, ich finde, das muss einfach sitzen bei einem guten Springpferd. Denn wenn du falsch landest, was halt einfach der Fall ist, wenn ich mein Gewicht nicht ordentlich verlagere, dann musst du eigentlich auf die Hilfe umspringen können. Und ich muss nicht immer zum Trab durchparieren können. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Es ist schwierig für mich, ihm das beizubringen, weil ich ja auch nicht die perfekte Reiterin schlechthin bin. Und natürlich auch schwierig für ihn. Warum? Warum zeigt sie ihr Pferd? Warum? So, jetzt seht ihr das Ganze nochmal andersrum. Da hat es nicht so gut geklappt, weil wir da schon fast fertig waren. Aber ich finde, das sieht einfach so cool aus, wie wir da so gegen die Sonne galoppieren. Hupsi, hupsi, da seht ihr es. Aber ich habe ihn angetickt hin und dann schmeißt er mal den Allerwertesten ein bisschen hoch und springt aber dabei netterweise um. Aber ich fand, das sah so cool aus, wie wir gegen die Sonne Normaler galoppiert sind. Traktor an einem normalen Tag mit einem richtig großen Fahrer. Na, Fußball? Macht Spaß. So Traktorfahren und so? Super, oder? Hup, hup. Kommst du überhaupt ans Gaspedal? Wo ist denn hier überhaupt ein Gaspedal? Gott, ich kenne mich mit Traktoren ja gar nicht aus. Aber ich finde unser Traktor süß. Mal diese coolen Kürbisse an, also ein Strinsegesicht. Und jetzt kommt der coolste, nämlich meiner. Er kennt natürlich hoffentlich sofort, was das sein soll, ja? Nämlich ein Pferd. Und ein Herz. Ja, ich weiß, passt jetzt zu einem Kürbis. Und nachher. Geht das da oben? Ich würde mal sagen, der Hund ist auf dem. Strohballen ganz oben! Nein! Nein! Jetzt schieb! Schieb der Transport kommt gleich. Ich will das Film, wie er schiebt. Und los, Marco! Los geht die Fahrt! Da unten ist das Ende vom Ballen, da ist der Hund. Ich würde sagen, dem Hund gefällt's. Der König der Welten. Marco, Kopf einziehen! Kopf einziehen! Die macht gerade Mittagsschlaf. Man sieht dich gar nicht, weil ich so nah dran bin. Jetzt legst du meine Hand ab. Oh, mein Handy. Ah, Gangsti schläft hier gerade. Ich bin leider zu nah dran, mein Freund. So, jetzt seht ihr hier ein paar Aufnahmen von einer anderen, naja, ich sag mal Geschicklichkeitsreitstunde, aber es war mehr eine Staffelstunde. Also, wir wurden sozusagen in zwei Teams aufgeteilt: einmal Gangster und Libby zusammen und einmal Polly und Wendy zusammen. Und dann gab es halt verschiedene Aufgaben. Also, mal war ein Durchlauf einfach nur so schnell wie möglich nach oben reiten und dann im Schritt wieder runterreiten und halt immer dem anderen den Staffelstab übergeben. Aber mal war es auch komplizierter. Also, hier bei dem Durchlauf mussten sie so schnell wie möglich nach oben reiten. Sie eng um konnten den traben, rum. Sie konnten auch galoppieren. Dann mussten ja, sie gut. um. Und wieder das runter. Kegelchen herum. Im Schritt, Und Wendy, natürlich im Schritt wieder runter, denn bergab ist es nicht erlaubt, bei uns irgendwas Schnelleres als Schritt zu reiten. Also, ja, zu reiten. Zu führen ist dann noch was anderes, aber zu reiten. So, jetzt mussten sie zu dem Hütchen und dann, glaube ich, eine Volte oder so eng wie möglich um das Kegelchen da rum. Wendy will nicht mehr weiter. So, und runter mit genau. Wendy, und dann schnell. Halt wieder nach unten und den Stab übergeben. Und da die anderen beiden ja davor schon dran waren, ist mit sozusagen Libby der von den Kegel beiden stehen. Jetzt da als erstes ankommt und den Stab als erstes übergibt, dessen Team hat dann einen Punkt bekommen. Und ich glaube, es läuft auf Wendy hinaus, wenn sie die Libby Übergabe schritt. jetzt nicht veräumeln. Mal gucken. Ja, Team Wendy, Team Polly. Plätze, fertig, So, los. jetzt geht's wieder los. Nächster Durchgang. Auch so schnell wie möglich nach oben. Gangster will nicht galoppieren. Polly dafür schon. So, und jetzt mussten sie den Stab da hinlegen an den oberen Dings, Galaptik. absteigen.
Und so schnell wie möglich wieder nach unten laufen. Runter, runter, runter. Ihr seht schon, Gangster ist irgendwie relativ weit hinten und hat jetzt keine Lust mehr zu kannst mir runterzulaufen, weil ich einfach gefährlich bin. Steig jetzt sollten sie eigentlich um den Käfig rum. Aber Gangster sagt, oh mein Gott, ich bin arm und alleine. Sie werden mir alle den Probe lassen. Hinter mir sind so Kleingärten, die finden Gangster immer voll unheimlich, weil da immer Leute drin rumgruscheln und das immer unerwartet ist. Aber mittlerweile klappt es schon besser. Damals war das noch ganz, ganz schlimm. So, jetzt mussten sie den Stab übergeben. Ich glaube, der Punkt wird wieder an Wendy und Poldi gehen. Na, wobei, Libby holt jetzt auf. Wendy will nicht galoppieren. Dip, dip, dip. Aber noch ist Libby dahinter. So, jetzt mussten die da absteigen, den Stab wieder nehmen, das ist das Wichtige, um das Kegelchen rumlaufen. Der andere liegt da. Um den Kegel rum, Wendy. Um den Kegel rum. Libby hat's umgeschmissen. Ah, okay, vielleicht wird's doch Libby. Also Wendy hat da jetzt Zeit vorbei. Geil, dann runter. Ich glaube, das Spiel nennen wir einfach, wer am meisten Kegel rum. Ich glaube, es wird Libby. Also ein Punkt dann für Gangster und Libby. Findet ihr sowas lustig? Also ich finde sowas mega lustig. Ich komme zwar nie dazu, was zu reiten, aber ich finde es lustig. Pferde, die aus allem ausbrechen können. Egal, was du machst, sie schaffen es immer auszubrechen. Sie steht einfach mal mit den Füßen in der Futterraufe und der Rest des Pferdes ist draußen. Lotte, wie machst du das immer? Wie hast du überhaupt das ganze Netz kaputt gekriegt? Oh Mann, ey. Seht ihr das? Ich sitze auf dem ängstlichsten Pferd, was Wasser angeht, dieser Welt, dem ich irgendwann mal Vielseitigkeit reiten will. Und wir sind im Wasser! Wir sind wirklich im Wasser, Gangsti! Oh mein Gott! Wir sind im Wasser! Ihr wisst gar nicht, was das für ein Weltwunder ist. Wir sind wirklich im Wasser. Oh mein Gott, wie toll! So, jetzt seht ihr hier ein paar Aufnahmen auf dem kleinen Naturspielplatz bei uns in der Nähe. Ich finde das mega gut, auch einfach mit sowas mal zu arbeiten und zu überprüfen, kann ich denn über sowas auch springen? Gehorcht mein Pferd auf den Schenkel, wenn der Sprung mal ein bisschen anders aussieht? Und das ist ja auch eine relativ große Wiese, dass man auch ein bisschen flotter mal galoppieren kann. Genau, Sputnik ist erstmal hinter Polly hergelaufen, weil die war zum ersten Mal da auf der Wiese. Ja, mit Polly bin ich dann auch die Reifen gesprungen. Das ist halt der höchste Sprung, na, das sind vielleicht 80 cm. Wir sind dezent dicht gekommen. Ich lerne das schon noch irgendwann mit dem Zählen. Aber ja, aber nee, ich finde das auf jeden Fall echt gut, weil man da halt auch einfach mal wirklich in leichten Sitz gehen kann und sagen kann, so Freundchen, jetzt laufe mal hier ein bisschen, was halt auf dem engen Platz bei uns eher nicht so möglich ist. Da fühle ich mich dann so ein bisschen, ja, da habe ich immer Angst, wie viel Angst der ganzen Gruppe. So, jetzt sollte Mella auch mal die Reifen springen und jetzt seht ihr gleich, was ich meine mit Bein dran. Genau, da war das Bein halt einfach nicht dran, sondern es hat drauf zugaloppiert und hat halt gehofft, er wird schon machen. Aber jetzt beim zweiten Mal macht es sich gleich viel besser und dann macht er das auch super. Deswegen finde ich das einfach auch gut zum Üben, weil ich meine, dass es zu Hause klappt mit den Sprüngen, die sie in- und auswendig kennen, ja gut. Aber was ist, wenn das plötzlich mal ein Reifending ist oder auf Turnier mal plötzlich eine gelb leuchtende Stange mit grünen Unterbauten oder so? Ha, habt ihr es gesehen? Er ist vorne perfekt auf die Hilfe umgesprungen und dann jetzt hier hinten wieder nachgesprungen mit Gerte. Aber ich bin voll glücklich, wenn das dann so gut klappt. Also ihr seht, das üben wir gerade gefühlt überall. Ja, ich meine, Polly spult das hier halt schon relativ schön ab. Ich lasse ihn ein bisschen lang werden, aber ich möchte halt auch, dass er sich selber ausbalanciert. Also das ist für den auch keine Höhe, wo wir sagen würden, okay, gut, da kommt er schon irgendwie ins Keuchen und kommt nicht mehr hoch, sondern das ist für den, ja. Dinky steht jetzt auf einer Kappe. Habt ihr euch lieb? Das sind Quintino und Polly. Habt ihr euch ja lieb? Ja! So süß. So süß. Sind das noch Nero? Der ist nicht so erwähnenswert. Die sind viel erwähnenswert. Seht ihr dieses Pferd? In dem Hänger ist Silage drinnen. Ich weiß nicht, warum jemand die Silagehänger neben die Koppel gestellt hat, aber der klaut jetzt da einfach die Silage raus. Ach, sagt man, hä? Neumarkt. Der ist vor allem eigentlich so eine Folie drauf. Keine Ahnung, wie er die wegkriegt. Gucken wir mal, wie er die Folie wegkriegt. Na, mach noch mal. Na los, Sandmann. Hol nochmal. Wenn ich daneben stehe, mach ich es nicht. Aha. Dann, wie passt du da jetzt rein mit deinem dicken Maul? Mach weiter. Stör dich nicht, hör mal. Mach, los. Gummi dran, merkst du. So wird es nicht funktionieren. Na was? Mach weiter. Komm, mache. Also eigentlich müsste er da diesen Gummi lösen, diesen da. Und dann würde es gehen.
Aber ich glaube, so schlau ist er leider nicht. So schlau bist du nicht, oder Sandmann? Erzähl mir was. Was erzählst du denn? Was erzählst du mir? Sag noch mal was. Fußball! Mietz, Mietz! Fussi! Mann, wie süß. Fußball putzt einfach mal Baby. Süß. Babyschnur. Das fauchende Ding ist übrigens Alice. Hier, hinter mir sitzt. Hm? Alice, schau mal in die Kamera. Hallo. Also Fußball. Yay! Das hier ist schon eine relativ alte Aufnahme. Da hat Svante mit der kleinen Kamera gefilmt, denn das war zur Fohlenprämierung von D-Light, glaube ich. Ja, D-Light müsste es gewesen sein. Also das ist schon richtig lange her. Ah, naja, so ewig lange oder nicht, aber ich glaube über ein halbes Jahr. Aber ich habe es durch Zufall gefunden, wollte euch das natürlich nicht vorenthalten. Aber deswegen hat Svante jetzt gerade erst mal eine halbe Stunde gebraucht, bis sie den Zoom gefunden hat bei der Kamera. Das ist aber auch gar nicht so einfach. Aber da war Baby noch so ein richtig Mini-Katzenbaby. Da war dieser Tigerkater noch da. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, glaube ich, oder so. Der war auch cool. Baby so voll, oh, lass uns spielen. Wie man Katzen begeistern kann mit einem kleinen Traktor. So, das war's auch schon mit dem Video. Jetzt seht ihr noch einmal Helen mit Halsring, mit Spolli im Springen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns am Dienstag.